Moin, Stefan und John. Moin. Wir sind die zwei wilden Dudes aus dem Wald und wir würden gerne euer nächstes Video beginnen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Hi, Stefan und John. Ich würde gerne euer neues Video begrüßen. Wir sind hier gerade am Tannerbaum. Raclette machen. Viel Spaß beim Video. Hallo Stefan und John. Wir wollten euren neuen Vlog beginnen, weil wir gucken eure Videos wie Flöhe und wir schweben gerade in der Höhe. Grüße an den Pain. Hallo Steffen und John, ich würde gerne euer nächstes YouTube-Video beginnen. Genau, viel Spaß mit dem Vlog. Herzlich willkommen im so ersten richtigen Vlog 2021. Silvester hatten wir zwar auch gefilmt, aber das ist so der erste richtige Vlog, würde ich jetzt sagen. Ich wollte erstmal noch ein frohes neues Jahr wünschen, bevor John weiterspricht. Wir haben jetzt unseren 284. Vlog. Wir machen also seit 2016... sind also jetzt im fünften Jahr mit YouTube. Ja, und heute mal ein Vlog aus dem Nichts. Aus dem Nichts deshalb, weil es ist einfach überhaupt nichts los hier. Das Wetter ist schlecht, es regnet, nicht mal Schnee haben wir. Und ja, wir haben alle beide noch frei. John hat Ferien, ich habe Urlaub. Ja, das ist das Einzige. Gut, fangen wir mal an so langsam. Ja, eine Sache wollte ich aber auch noch sagen zu den Begrüßungsvideos. Wir haben es ja schon mal angekündigt gehabt, dass wir wieder Begrüßungsvideos machen. Und es waren ja auch welche da heute am Anfang. Und wenn ihr genau wissen wollt, was ihr tun müsst, um ein Begrüßungsvideo zu machen, guckt einfach in die Videobeschreibung. Das ist ganz einfach. Eine Sache ist aber doch los. Stefan und ich gucken jetzt die neuen Star Wars für die neuen. Auch insgesamt die Star Wars Filme nochmal alle neu. Wir haben schon ein paar geguckt und das Ganze zeige ich jetzt mal. Wir haben zum Beispiel schon Episode 1 von den neuen Verfilmungen geguckt, wo... Warte, was passierte eigentlich so genau? Es war nicht so viel los, da war auf jeden Fall eine... Ja, es sind auf jeden Fall, also die ersten drei Filme sind ja, wie alle Star Wars Fans wissen, später erschienen oder produziert worden als 4, 5, 6. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir die ersten drei Filme durch haben. Ich auch, denn ich finde die nicht so geil. Sie sind ganz okay, aber... Also Episode 3 war das ja die beste davon, von diesen ersten dreien. Aber wir schauen das Ganze auf Disney Plus. Wir haben da ein halbes Jahr umsonst. Und dafür zu faul sind, die Blu-Rays einzulegen, gucken wir es da. Und es gibt da ja irgendwie auch teilweise neue Szenen in den Filmen bei Disney Plus. Deshalb natürlich auch. Aber jetzt kann John weiter erzählen. So, wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, was. Also im ersten Teil wissen ja wahrscheinlich alle, kommen die Sith zurück. In der zweiten Episode werden die Klontruppen geklont oder erschaffen. Ich weiß es gar nicht so genau. Und im dritten wird die Republik zum Imperium. Dann haben wir jetzt noch Solo, A Star Wars Story geguckt, wo man die Geschichte von Han Solo kennenlernt, wie er zum Pilot wurde und wie er Chewbacca und so alles kennengelernt hat, kennt man ja. Und einen Film gucken wir jetzt, Rogue One, wieder Todesstern erschaffen wurde. Und bin ich mal gespannt, habe ich lange nicht mehr geguckt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist mein Lieblingsfilm von denen, die Disney rausgebracht hat zu Thema Star Wars. Wir haben eine kleine Pause eingelegt beim Film. Mittagessen. Ja, und da wir auch jetzt eine kleine McDonald's-Pause machen wollen, gibt's Burger King. Ah, da ist sogar ein Sticker, dass wir zu spät sind. Nochmal was? Steht, tut uns leid, dass wir zu spät sind. Wir können das besser. Also wir haben das übers Internet bestellt natürlich, bei Lieferando. Hat gedauert irgendwie eine gute halbe Stunde. Also ich finde es gar nicht zu spät. Egal, was gibt's Feines? Deins? Das sind die. Wie heißen die nochmal? Diese Chicken. Chili Cheese Nuggets. Ich komme ja auf Chicken, ich bin echt bescheuert, Alter. Warte, was haben wir denn hier?
Das ist dein Steakhouse Burger, das ist deine Tüte, glaube ich. Ganz. Das Einzige, was man machen kann bei dem Sauwetter, lieber nicht vor die Tür gehen. Gucken unseren Film weiter, unseren Star Wars Film. Ich habe mir den Double Steakhouse Burger bestellt, den ich immer bei Burger King nehme. Was haben wir hier noch? Pommes. Ich wollte zwar eine Cola haben, aber ich habe Fuse-Tee jetzt. Warum ist hier Pommes drin? Alles auf. Oh, sorry. Das ist ja eine Bescherung, aber die Frage ist, wo ist jetzt, wo sind jetzt die Burger? Hier sind die Burger. Hier sind sie nicht drin. Ja, dann macht aber gerne die Dinger auf. Tja, hier sind wieder diese... Chili Cheese. Tja, Pommes. Was da drin? Auch Chili Cheese. Dankeschön. Shop in der Mittagsstunde. Na, wie schmecken die Chili Cheese Nuggets? Sind scharf, aber schmecken sehr, sehr lecker. Gefallen mir. Was ist hier los? Ich sag dazu nichts, ich werde eh nur geärgert. Das ist scharf, das Zeug. Vor allem, wenn man so zwei, drei hintereinander isst, ohne was zu trinken, dann hilft nur noch Milch. So, ich hoffe, du hast dich wieder erholt von der kleinen Schärfe, der Chili. Jetzt übertreib das Ganze mal nicht. Wenn ich ein paar mehr esse, ohne was zu trinken, weil ich denke, das geht, und das dann auf einmal schärfer wird, ist es normal, dass man Milch trinkt. Gibt ja noch viel schärfere Sachen. Wir haben noch zu Hause nämlich... Milch? Scharfe Chips, aber so richtig scharfe, glaube ich. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Soll man sogar von Kindern fernhalten. Ja, die haben wir auch noch. So, sind wir erstmal draußen bei diesem Mistwetter. Ziemlich windig, nass, kalt oder frisch. Geht so. Nicht aufs Handy gucken. So, Maske haben wir auf. Was haben wir jetzt vor, Johnny? Hier ein bisschen frische Luft schnappen und das Simönchen treffen, was ich glaube ich gerade eben schon gesehen habe und was ich jetzt auch sehe. Tatsächlich? Ah ja, da steht sie auf dem Marktplatz. Ja, was hat Simone immer vor? Wir gehen ja jeden Tag raus. Auch jetzt, also. Im Winter natürlich und auch während Corona ganz besonders und auch während der Zeit, wo man mehr zu Hause hockt, damit man nicht einrostet und immer frische Luft kriegt, ist ja auch gesund. Tja, ich bleibe immer, normalerweise so eine halbe bis eine ganze Stunde bin ich so am Tag einmal draußen. Genau. So, und Simone macht seit einigen Tagen so einen komischen Corona-Walk. Machen wir euch mal mit. Ist ein bisschen lächerlich, oder? Ist es, der Name schon, ey. Erklär, was dein Corona-Walk bedeutet. Hallo. Hallo. Ja, ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe das bei Frank von Frank Vlogs entdeckt, dass man jetzt ja eh nicht viel machen kann. Die Fitnessstudios haben zu. Da kann man ja wohl mal mindestens eine halbe Stunde stramm Schrittes draußen, ja, durch die Natur laufen oder wo auch immer. Jetzt ergibt der Name Corona-Walk schon ja, etwas mehr Bewegung Sinn. Bewegung halt und also... Wollt ihr jetzt die ganze Runde mitkommen? Ja, nein, so viel komme ich nicht mit. Natürlich, wie die ganze Runde? Wie lange geht jetzt so eine Runde? Ja, kann man sich ja aussuchen. Meine Runde geht jetzt Stefani-Brücke zurück und auf dem Rückweg kaufe ich dann zum Abendbrot ein und dann komme ich nach Hause. Na, mal sehen, ob wir das durchhalten, ne? Ich bin ganz sicher, ich bleibe eine Zeit da. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ist auch ein bisschen langweilig, aber gehen wir erstmal mit. So, auf geht's. Wir haben ganz vergessen zu erwähnen, warum Simone ausgerechnet jetzt gerade zu uns stößt. Na, ich bin ja mal wieder die arme Sau, die arbeiten muss, während die anderen Urlaub und Ferien haben. Ja, herrlich, würde ich sagen, oder? Für uns ja. Aber Simone, wir können dich ja erleichtern.
Ist, also, falls ihr das vielleicht etwas besser geht, dann ist es sehr schöne Freizeit, die Stefan und ich haben. Ja, einfach herrlich. Ist jetzt schon so weit gekommen, dass ich während meines Urlaubs bei meiner Arbeitsstelle hier vorbeilaufen muss. Warum ist das so? Weil sie nur diesen komischen Weg gewählt hat. Nicht so viel reden, Tempo jetzt bitte. Ach, der Corona-Walk war ganz schön hart. Wir laufen hier jetzt gerade auf einer sehr berühmten Brücke. Ich glaube, auf der berühmtesten Brücke von ganz Bremen. Und wahrscheinlich auch ganz Deutschland, über die sich sehr lustig gemacht wurde. Ja, zu Recht. Wo wir jetzt gerade laufen hier, durfte man bis vor wenigen Wochen noch gar nicht laufen, weil sie nämlich abgesperrt war. Die Brücke hier ist nämlich marode. Habe auch schon mal so ein Video mal erwähnt, glaube ich. Man hat nämlich, um die Brücke zu entlasten, nicht etwa den Autoverkehr versucht zu reduzieren, sondern die Brücke hat zwei Ebenen. Oben drauf fahren die Autos, unten drunter können Fahrradfahrer fahren und Fußgänger laufen. Man hat tatsächlich, um das Gewicht zu reduzieren, die Belastung zu reduzieren, den unteren Bereich abgetrennt, sodass nur flächenmäßig noch die Hälfte an Fahrradfahrern und Fußgängern auf den Gehweg passt. Und das Komische ist, da laufen eigentlich unten gar nicht so viele Leute rum oder Fahrradfahrer fahren auch nicht so viele. Aber da fahren ja eher viele LKWs auf der Brücke. Also, gibt gar keinen Sinn. Und vor allen Dingen, die Absperrung, die man gemacht hat, die wir euch gleich mal zeigen wollen, die wiegt so viel, wie, glaube ich, noch nie das Gewicht an Fahrradfahrern und Fußgängern die Brücke belastet hat. Es sind ja solche Zäune und darunter sind ja diese Steindinger und die wiegen ja auch ziemlich viel. Das ist echt so dumm, dass es schon wieder zum Lachen ist. Ja, das Lustige ist. Und peinlich ist es dazu, finde ich, für Bremen und für die Bremer. Ja, ich glaube, diese Absperrungen waren hier irgendwie 2-3 Jahre aufgestellt und jetzt haben sie endlich diese Prüfberichte vorliegen, dass die Brücke doch gar nicht so marode ist. Sie wird noch nicht saniert, weil kein Geld da ist. Aber wir können wieder drüber laufen. Ja, das ist Bremer Politik. Zum Lachen. Oder zum Weinen, weiß ich auch nicht genau. So, diese Ansage hier fällt mir sehr schwer, weil ich schon nebenan wieder diesen Kaffeegestank in der Nase habe. Also ich hasse das. Wie auch immer, wir haben jetzt was vor. Wir haben hier schon ziemlich lange uns mal diese Wunderbeeren gekauft. Das war ja auch mal so ein Trend im Internet, aber wir haben es noch nicht ausprobiert. Wer es noch nicht kennen sollte, das sind so Tabletten, muss man glaube ich lutschen. Und dann sollen Sachen, die man normalerweise nicht mag, die soll man auf einmal dann mögen. Ja, es soll auch die Säure nehmen. Also man kann dann, glaube ich, auch Zitronen kann man dann so wegessen, ohne das Gesicht zu verziehen. Ja, und Kaffee ist so ein Getränk, das mag ich überhaupt nicht. Ich werde jetzt gleich so eine Tablette nehmen und dann mal probieren, ob ich dann Kaffee mag. Und dann kommt der Test, ob ich dann auch noch damit Bier mag. Wehe nicht. Und dann wollen wir mal testen. Wir haben ja noch hier diese scharfen Chips. John, der ist gerade oben in seinem Zimmer. Ich war gerade eben da und der spielt mit seiner PS5 da oben, merkt also nichts. Wir hoffen mal, dass diese Dinger vielleicht auch wirken gegen Schärfe. Dann werden wir uns gleich schön diese Tabletten hier reinziehen und dann mal die scharfen Chips probieren. Und John probiert sie natürlich ohne Tablette, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das dagegen wirkt. Aber es könnte auch nach hinten losgehen. Es könnte für uns natürlich auch extrem scharf sein und John lacht sich eins. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Erstmal jetzt vielleicht das gleich probieren mit diesem Kaffeegetränk. So, Kaffee ist fertig? Fast. Nicht so viel. Ja, schmeckt nur so. Ist natürlich jetzt ziemlich heiß. Musst du gucken. So, Tablette ist aufgelutscht. Wer hätte das gedacht, dass wir mal einen Kaffee zusammen trinken? Das wird auch nicht wieder passieren. Die Tablette schmeckt nach gar nichts, muss ich mal sagen. Es riecht schon so widerlich. Ich bin gespannt. Wir sind nicht so heiß. Ja, musst du. Süß oder Kaffee? Das schmeckt genauso, als wenn beim letzten Mal, wo ich probiert habe. Also das ist schon mal fehlgeschlagen, der Versuch. Jetzt kommt
probieren, wo es schmeckt und ob es nur gegen süß und sauer hilft. Ich finde, das besser schmecken als Kaffee, das ist schon mal klar. So. Und? Das schmeckt jetzt wie so ein Saft. Ach nein. Total süßes. Also nicht schmeckt, gut. Schmeckt wie so ein ekelhaftiges Alster. Okay. Also. Komm. Brauche ich gar nicht. Hm, ja. Gut nach vorne in die erste Reihe. Nee. Man sich besser sieht. Das brennt ganz schön, ne? Ja. Also. Nein, ein das, ist das, oh, nicht. Das wird immer schlimmer. Meine Nase läuft schon. Mach mal gut. Oh, so ein heiß. Ja, bitte. Also da muss ich sagen, da höre ich jetzt auf mit. John, wir wollten dich ja eigentlich reinlegen, ne? Oh. Aber ich hab mir schon gleich gedacht. Sorry? Ja, zeichne das mal. Wir haben ja die Tabletten genommen hier, diese Wunderbeeren. Oh. So, und wir haben natürlich gedacht, dass das gegen Schärfe auch wird. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass es nicht ist, aber... Ja, schön bescheuert seid ihr. Ja. Naja, hat ja toll geklappt. Oh. Ja, also wenn jemand scharfe Chips sucht... Extrem scharf, von Kindern fernhalten, ja. Genau. Von mir bitte ab jetzt auch. So, nach Rogue One haben wir nun auch Episode 4 angeschaut, also den eigentlich ersten Star Wars Film. Ja, jetzt sind wir endlich bei den etwas besseren Filmen meiner Meinung nach angekommen. Das ist aber bei den meisten Sachen so, dass die älteren Filme immer die besseren sind. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber... Episode 4 gehört schon zu meinen Lieblingsfilmen von Star Wars. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall 5 und 6. Bei mir eigentlich auch. Ja, und dieser Vlog war ja schon, wie anfangs gesagt, so ein bisschen langweilig wahrscheinlich, weil auch einfach nichts los ist. Aber um ein ganz bisschen Würze hineinzubekommen, werden wir jetzt nochmal unsere Chips, die scharfen Chips, die wir haben, essen. Und zwar... Wir alle drei, ohne Getränke, so viel wie geht. Ich glaube, es wird ziemlich heftig. Und ich weiß es schon. So, das sind sie. Aufgeteilt auf 3 Portionen. Jeweils übrigens 32 Gramm. Mehr war nicht mehr da. Aber ich glaube, das ist sowieso unschaffbar. Ich glaube, danach... Wie auch immer. Möchtest du die Absage jetzt schon machen oder möchtest du die Absage machen, wenn... du vom Kotzen wieder da bist. Vom Husten? Ich glaube, sagen wir mal, wenn ihr beide vom Kotzen wieder da seid. Ich glaube, das wird etwas länger dauern. Gut. So schnell kriegt man das Ganze nicht rein. Also wer jetzt das meiste isst, oder? Ja. Ja, wer am meisten isst. Okay. Ohne Trinken. Wir haben also keine Getränke hier stehen. Dann. Geht's noch? Mhm. Jetzt kommt's. Wir sind hier nicht bei der Sesamstraße, das Krümelmonster ist woanders. Ist beinahe wirklich so. Ja, wie schnell bist du? Also Tischmanieren gleich null bei dir. Ich muss sagen, ich mag... Sie haben da einen Krümel an der Nase. Ich mag echt gerne scharf, ich mag es echt gerne, aber ich bin da total empfindlich. Nicht in die Augen reiben. Nee. Schlimmste ist, wenn man fertig ist.
Mir war vorhin noch so kalt, das ist mir jetzt nicht mehr. Ich kann ja trinken, ne? Ich bin ja fertig. Ich hab's nee. Geschafft. Ich hab's geschafft ohne trinken. Ach. Hör gar nicht auf. Wer gibt zuerst auf? Was war denn? Eingeschoben, Hals, ey. John kotzt gleich, ich hab doch gleich gewusst. Nein, kotze nicht, nur am Hals gewesen. Meine Nase läuft jetzt. Ja, mir auch. Ganz im Mundraum brennt. Nein, ich möchte gewinnen. Verloren. Wer? Papa. Warum? Stefan? Du hast verloren. Du hast zuerst was getrunken. Was ist? Du hast mir am Teller gelassen. Ich bin fertig. Ist doch ein Blödsinn. Nein, hier. Du hast bestimmt noch mehr dran als ich. Das ist nicht mal ein Gramm. Also wir haben das ist, ich habe trotzdem aufgegessen. Habt ihr alle gesehen? Ich habe nicht geschummelt. Ich habe es nirgendwo reingetan. Ich habe es nämlich abgeleckt. Du hast eher getrunken. Du hast abgeleckt? Du hast natürlich, abgeleckt? Ja. Und du hast hier... So, Leute, ich habe gewonnen. Na, John? Jetzt kannst du deinen Part sagen. Wir hatten eben gesprochen von Krümelmonster. Oh, schade. Wir haben ihn heute hier live und in Farbe für die Absage. Hallo, liebe Kinder, ich bin euer Krümel und ich habe hier noch ein paar Krümel von dem John. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie geht das nochmal weiter, der Text? Dann könnt ihr uns abonnieren. Oder das Video liken. Video liken. Oder beides. Oder beides. So. Auf Wiedersehen und ich mache jetzt Rest. Ha 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 ha!